Überlegt, was wir damals für einen Haufen Spaß hatten mit solchen bescheuerten Spielen wie halt DayZ, Arma Exile und so weiter. Dann irgendwann mal deine tausenden irgendwie immer nur noch dasselbe. Leider.
Ja, tot den Alien-Lappen. Ja, so eine richtige Herausforderung waren die noch nie. Wir sind einfach nur Bullet Sponges. Ich glaube, wir spielen sogar schon auf Veteran, also eine etwas höhere Schwierigkeitsgrad. Na, was macht's Druckbett? Ach, fuck. Wie du sagst, ich wollte meine Blutdrucktabletten nehmen. Weißt du, was ich nicht gemacht habe unter allen Sachen? Deine Blutdrucktabletten genommen. Genau. Okay, bis gleich. Das ist halt das, was ich gemeint habe. Zero Master mit den Waffengruppen. Wenn das alles eine Waffengruppe ist, ist das Vorhalten leichter. Ihr könnt wahrscheinlich mehr Omikron auf dem Papier rausholen, wenn ich mehr verschiedene Waffen benutze, die ich halt im Moment habe. Nur das Stärkste, was ich besitze, aber so funktioniert das auch ganz gut. So, da ist er wieder. Baby, Junge. Na, wie ein Juri. Wie ein Junge meiner, guck nur auf den Handy. Kann grad nicht, ich muss linke Maustaste gedrückt halten. Oh. Okay, da kann ich dich nicht stören. Tut mir leid. Unendlich leid. Aber nicht weh. Weißt du, was Schlimmes? Na? Der Boneworks. Ah, nee, Bone Lab habe ich. Ja, ich weiß. Weißt du, was ich spiele? Boneworks. Bonekeeper. Bonekeeper? Nicht Bone. Dome. Ist ja auch so ein kleines Game, wo du halt auf irgendeinem Alien-Planeten runtergelassen wirst und hast halt einen Dome-Keeper. Ja, das habe ich gesehen. Das ist wieder hier so 8-Bit-Pixel-Wichse. Nee, es ist mehr so 16-Bit. Pixel-Wichse. Yes. Aber ja, das hatte ich gesehen gehabt. War so ein nettes, lustiges, kleines Spiel wieder für einen schmalen Taler. Mhm. Mhm. Nö, jetzt sind 16 Euro. Das ist eigentlich so schmal ist der Taler nicht. Was ist das, wie Missile Defense oder hier? Nee, es ist irgendwie wie ein Mix aus Minecraft und... Wie hieß das damals, das alte Spiel, wo du hier wo du Atomwaffen abwehren sollst? Ach, das hieß Missile Defense, gell? Das hieß Missile Defense, genau. Ja. So ein bisschen ist es, aber es ist halt mit Monstern, die halt auf dich zukommen und nicht Raketen und Explosionen und Schüssen. I see. Ist halt chill, ich mag ja Chill Games auch. Das ist gelogen und das weißt du. Ich mag auch Chill Games. Das andere, was ich spiele, das ist ja eigentlich nur Chill Games mit der Option für Ads. Meistens. Wo du dann dich bewusst dafür entscheidest, das Ads zu nehmen. Ja.
So prinzipiell einfach erstmal so, bevor ich mit der Waffe schießen kann, muss ich erstmal ein Puzzle bauen. Ich hätte auch durchaus Bock, mal wieder Supreme Commander zu spielen, ey. Hält dich ab. Mangelnder Content. Oh, schade. Ja, du hast halt bei Supreme Commander schon alles 15 Mal durchgespielt, gell? Ja, mit dem Björn immer die Koop-Kampagne und dann auf der höchsten Schwierigkeitsgrad und immer hoch, runter. Alle Challenge-Missionen, die es gibt, all den Community-createden Content. Alles, was dir noch bleibt, ist halt der richtige aktive Multiplayer, aber da spielen sie halt gerne die 40 Minuten ich Tech jetzt spiele. Ah, ja. Ach. Oh ja, das war gut. Na, Supreme Commander ist richtig geil. Voll mein Waifu. Aber eigentlich könnte ich Norbert mal wieder anschreiben, dass wir das mal wieder spielen. Ist ja das, weißt du, ich gucke so meine Steam-Bibliothek über 500 Spiele und was spielen wir? Dieselben alten Scheiß-Gammelspiele. Immer und immer wieder. Dran. Da ist halt echt was dran. Ich guck Avorian, sind wir jetzt auch irgendwie schon bei 600 Stunden schon wieder. Jesus, naja, so viel habe ich da drin nicht. Nee, du bist ja schwach. Ja, nee, ich muss auch sagen, das ist, für mich ist das irgendwann halt auch Arbeit und da sage ich dann einfach so, ne. Alter, wenn man die Waffen hier manuell nachladen müsste, wenn er ein Minigame draus gemacht hätte, wie du jede einzelne Mumpel in dein schiffsgroßes Geschütz laden Ja, würdest. würde ich spielen sofort, ohne jede Frage. Das sag ich doch. Aber so, nur eine Maustaste drücken. Pff, wo sind wir hier? Borderlands? Mag halt Integrated Shit, wenn man das ist halt. Das ist halt der Scheiße, Junge. Du wolltest ja eigentlich auch My Summer Karma wieder gespielt haben. Klingt fast wie eine Lüge oder so, ich weiß nicht. Ich warte noch darauf, dass die VR-Support reinmachen. Damit ich mir das Jahr 1995 so richtig hart geben kann.
Aber das Thema hat man, glaube ich, schon. Das Problem ist bei My Summer Car, VR-Support würde viel von dem Spiel kaputt machen. Ja, weil halt auf einmal alles einfach ist. Na, auf einmal ist das Handling von deinem Menschen keine gehirnbrechende Aufgabe mehr. Ja, das Handling von Menschen ist eigentlich das Problem. Es ist eigentlich das vielmehr so, oh, du musst hier irgendwie 16 verschiedene Schraubendreher und Schraubenschlüssel irgendwie managen und das ist halt mit Maus irgendwie ätzend, wenn du einfach nur hingreifen könntest. Das ist so. Na, guck, der Zero Master meint auch gerade, ist aber so mit den alten Games. Gestern hatte ich total Bock, mal wieder Never Winter Nights zu zocken. Oh ja, das ist auch so ein Klassiker. Da weiß ich noch, zu unserer Schulzeit, haben wir auf irgendwelchen RP-Servern gespielt, wo du halt dann irgendwie die ganzen Sommerferien dafür verschwendet hast, irgendwelche Jobs zu erlernen. Ja. Ja, Neverwinter Nights war ein ganz schön geiles Spiel tatsächlich damals. Oder hier Divinity Original Sin 2 ist ja auch ein Bombenspiel, das haben wir jetzt aber schon zweimal durchgespielt. Und das bräuchte halt neuen Content. Bräuchte eine neue Kampagne oder irgendwas. Mhm. Wird es aber nicht geben, weil das Studio, was das macht, arbeitet zurzeit an Baldur's Gate 3 und das dauert auch schon ewig. Die ach, die arbeiten an. Das sind die gleichen, die Baldur's Gate damals ausgebracht haben, ja? Nee, nicht die gleichen, aber. Ja, ist okay. Also es ist schon was anderes, aber halt nicht. Wir haben jetzt halt same, but different. Habe ich jetzt die Lizenz für Baldur's Gate 3 gekriegt. Hm. Arian Studios, die haben Divinity gemacht und Divinity war so ein geiles Rollenspiel. Ja, Divinity war ziemlich zornig. Vor allem der Umfang von dem Ding macht mich immer wahnsinnig. Ja, also ich habe es das erste Mal mit dem Hobbit zusammengespielt, durchgespielt. Du hast halt so ein Full-Fledged-Story-Spiel, was wirklich pure Kampagne ist. 140 Stunden im Koop. Da ist nichts drin mit Grind und Wiederholen und Fetch. Das ist beeindruckend. Weißt du, viele Spiele strecken ja die Spielzeit dann mit. Bringen uns ja. 35 Wildschweinfälle. Sammel, genau. Bring mir all die Wildschweine, die du finden kannst. Und du hattest halt wirklich 140 Stunden puren Content. Ja, das ist halt schon hart. Kann ja heute fast nichts mehr mithalten bei sowas, ne? Ja. Das war liebevoller Content, der war voll vertont, so das volle Programm. Ja, das macht schon sehr viel aus, ja. Ich meine, selbst so ein Scheiß gab ja bei Divinity diesen super behinderten Perk, mit Tieren reden zu können. In den meisten Spielen ist das halt auch nur ein Gimmick. Mhm. Bei dem Spiel. Kommen dann wirklich die Tiere an und erzählen dir irgendwas. Helfen dir teilweise sogar Quests zu beenden.
Ach, ich weiß auch gar nicht, ob ich dir das erzählt hatte, Paul, aber ich habe mich angemeldet für den Darktide Playtest. Okay, ja. Dann wahrscheinlich der beste Eindruck, um zu sehen, ob das Spiel am Ende was taugt oder nicht. Die Frage ist, ob du halt auch reinkommst, ne? Das ist natürlich die Oberfrage. Ich sag mal, ich habe mir jetzt auch so ein paar, also der Spielreveal, das sah halt gar nicht so schlecht aus. Gameplay-Reveal, was sie gemacht haben. War ich eigentlich schon ein bisschen positiv.
Neverwinter Nights. Das hat eine coole Story, Alter, mit den 10.000 Erweiterungen. Welches? Neverwinter Nights. Achso, Neverwinter Nights, ja. Das aber auch, man ist, das ist ein, auch so ein schönes Spiel. Für ein Beispiel, das willst du heute eigentlich nicht mehr spielen. Das sind solche ollen Kamellen teilweise halt. Jetzt nicht, dass das ein schlechtes Spiel ist, war oder wie auch immer, aber es ist so Quality of Life Kram einfach, den du heute gewöhnt bist. Das ist halt da noch nicht drin. Ne? Ja. Das habe ich gehört. Den so gut durchgetragen, ja, das ist doch ausgezeichnet, das freut mich doch ein bisschen. Ich kriege hier keine Verstärkung raus. Diese Verstärkung ist nichts für dich. Ja. Du hast sie eher im Spiel gelegt. Ja, aber ich wollte hier eigentlich ein Achievement holen. Ich habe gedacht, ich kann das Achievement schießen, aber irgendwie wieder nicht. No cheesing allowed. Es gab mal ein, oder es gibt halt ein Achievement, besiege den Xotan Wormhole Guardian, ohne einen Schuss aus deinem Schiff abzugeben. Das konntest du früher schießen, indem du einfach das Scheißschiff gerammt hast. Geht nicht mehr. Jetzt musst du rumfliegen, halt dich mit allen Fraktionen verbünden und die schicken dir dann im großen letzten Kampf, schicken sie dir Unterstützung. Aber meine Unterstützung wurde schon aufgerieben und irgendwie kriege ich keine neue. Ach ja. Ja.